Das ist Monsieur Sauty. Jean-Pierre Sauty. Mitglied des Stadtrats unserer französischen Partnerstadt Calais. War schon ein paar Mal hier. Danke. Kein Zweifel möglich? Ausgeschlossen. Trotzdem irgendwie komisch. Wir erwarten die nächste Delegation aus Calais erst übernächste Woche. Vielleicht so eine Art Vorauskommando, der Monsieur Sauty? Das wüsste ich. Alle Unterlagen über die Städtefreundschaft zwischen Bismarck und Calais. Die bringen Sie mir aber zurück, bitte. Selbstverständlich, so schnell als möglich, Herr Luhmann. Sie glauben gar nicht, was es alles gibt an liederlichem Umgang mit wichtigen Dokumenten. Herr Luhmann, wir sind die Polizei. Und dieser Monsieur Sauty aus Calais, wie war der so? Unauffällig, würde ich sagen. Eher so ein stiller Genießer. Sprach übrigens ganz gut Deutsch, im Gegensatz zu den meisten Franzosen. An dem war also nichts auffällig? Höchstens sein Appetit. Beim Festessen mit der Bürgermeisterin habe ich mal neben ihm gesessen. Der hat gefuttert, als gäbe es keinen Morgen. Ja, Haller? Hallo, Herr Haller, hier spricht Ihr Nachbar Berg. Sagen Sie, ich habe eine große Bitte. Ich muss für einige Zeit verreisen und da wollte ich fragen, ob Sie so lange auf meine Katze aufpassen könnten. Auf Ihre Katze? Ja, ich dachte, weil Sie doch direkt neben mir wohnen. Entschuldigung, Sie wohnen aber mit Ihrer Mutter zusammen. Kann die wissen Sie, meine Mutter, die ist doch schon ziemlich alt und das wird ihr langsam alles ein bisschen zu viel. Gut, also meinetwegen. Okay. Ach, wunderbar, vielen Dank. Ja. Nur einmal am Tag ein bisschen Futter hinstellen. Ich komme gleich vorbei und bringe Ihnen den Wohnungsschlüssel. Ja, danke, ja. 7 Tage später. Ja, Haller? Hallo, Herr Haller, hier spricht Berg, ich rufe aus München an. Ich wollte nur fragen, wie es meiner Katze geht. Ja, Ihre Katze ist tot. Wie bitte? Ihre Katze ist tot. Aber wie kann denn das sein? Die war doch kerngesund. Na, wo soll ich denn das wissen? Bin da kein Tierarzt. Sie ist tot. Mausetot. Die hängt da rum. Also sagen Sie mal, hättest du mir das nicht ein bisschen zartfühlend dabei bringen können? Ein bisschen einfühlsamer? Was soll ich denn sagen? Wenn sie tot ist, ist sie tot. Also. Was weiß ich, Sie hätten noch sagen können, Ihre Katze, die hat auf dem Dach gespielt und dann ist sie leider ausgerutscht und... Ach so, ja, gut, Entschuldigung. Ja. Ist schon gut. Wie geht's denn meiner Mutter? Ach, die hat auf dem Dach gespielt und... Okay, jetzt Hotelrezeption. Ich möchte ja meine Hotelrechnung bezahlen, ja? Selbstverständlich. Ja. Eine Übernachtung mit der Frau Gemahlin machte 990 Euro. 990 Euro für eine Nacht? Sagen Sie mal, Ihnen hat wohl jemand ins Gehirn, sagen Sie mal. Also das kann, für 990, da hätte ich ja gleich ohne Gemahlin kommen können. Meine Herr, bitte bedenken Sie unser vorzügliches Schwimmbad mit eingebauter Gezeitenströmung. Das habe ich doch überhaupt nicht benutzt. War doch aber da. Bedenken Sie auch unsere hervorragende Sauna mit vollautomatischem Massagesalon. Das habe ich doch überhaupt nicht benutzt. War doch aber da. Und auf dem Zimmer das Farbfernsehgerät mit 18 Videokanälen. Das habe ich doch überhaupt nicht. War doch aber da. Und was sagen Sie zu unserer super Sounddiskothek? Das habe ich doch überhaupt nicht. War doch aber da. Na gut, 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 gut. Dann rechnen wir beide jetzt mal auf, ja? Sehr gern. Mit meiner Frau die ganze Nacht Liebe machen. Meinen Sie vielleicht, das wäre umsonst? Habe ich doch überhaupt nicht. Ja, aber da! Herr Kropf? Da, entschuldigen Sie bitte, auf meinem Zimmer ist keine Seife. Könnte ich wohl ein Stückchen Seife haben? Wir haben auch wunderbare Waschmaschinen. Wie bitte, was? Haben die schmutzige Mäsche? Kommt nur im Leben. Maschmaschine auf, schmutzige Mäsche ein, Maschmaschine wieder zu, mich. Maschmaschine wieder auf, wunderbar saubere Mäsche. Und eigentlich nur so ein kleines Stückchen Seife so. Haben die schmutzige Bettmäsche? Kommt nur im Leben. Maschmaschine auf, schmutzige Bettmäsche ein, Maschmaschine wieder zu, mich. Maschmaschine wieder auf, wunderbar saubere Bettmäsche. Ein kleines Stückchen Seife. Haben Sie einen schmutzigen Wintermantel? Könnt nur nehmen. Maschmaschine auf, schmutzigen Wintermantel ein. Maschmaschine wieder zu. Mich. Maschmaschine wieder auf, wunderbar sauberer Wintermantel. Wenn ich jetzt sofort nicht ein Stückchen Seife... Haben Sie Kinder? Ja, ich habe Kinder, ja. Dann haben Sie schmutzige Mindeln. Könnt nur nehmen. Maschmaschine auf, schmutzige Mindeln ein. Ja, ich weiß, oder? Misch. Nein! Erst müssen die zumachen, dann fliegt die ganze Scheiße um die Ohren.